Also ich habe hier eine schöne Funktion, f von x ist ln ax² plus bx und ich weiß, bei 1 ln 2 soll das Ding eine waagerechte Tangente haben. Mit der Info a und b berechnen, später Definitionsmenge, Grenzwerte, Skizze, die ganze Geschichte. Aber erstmal a und b. Dazu ist es wichtig, ich finde ganz wichtig, das Wichtigste, also Punkten, immer x, y drunter malen. Und dann weiß ich schon, ich habe hier einen Punkt, ja, den kann ich einsetzen. Und auch wichtig, einfach mal ableiten. So, Strich von x. Auch wenn man keine Ahnung hat, ableiten hilft immer. Das ist so eine Kettenregel. Das Gelbe ist in dem ln drin. Ln abgeleitet ist ja 1 durch x. Das heißt, ich habe 1 durch das Gelbe. Ax² plus bx. Jetzt das Gelbe nachdifferenzieren. Das ist eine Parabel. Das ist hier 2ax plus b. Kann ich ein bisschen hübscher hinschreiben. F von x ist also 2ax plus b durch 2ax² plus bx. Okay, die habe ich. Und jetzt weiß ich, ich habe hier diesen Punkt. Ich weiß, f von 1 ist ln von 2, weil der Punkt liegt ja auf der Funktion. Und f' von, nicht von x, sondern von 1, f' von 1 ist, ja, waagerechte Tangente, ist 0. Und damit habe ich zwei Gleichungen und ich habe ja auch zwei Unbekannte. Das ist das System von dieser Art von Aufgaben, die sind da oft so. Und das machen wir jetzt mal. Also, ein bisschen Platz schaffen, kann ich mir das auswendig merken. Ja, also wir haben die erste Gleichung, f von 1 ist ln 2, das heißt, ich habe hier ln von, das war dieses a, genau, a mal 1 Quadrat plus b mal 1 gleich ln 2. Das ist die erste Gleichung. Machen wir mal hübscher. Also ln von a plus b ist ln 2. Ist ja nett. Also a plus b muss 2 sein. Ich könnte so a plus b gleich 2. Ich habe eine Gleichung. Nächstes. F' von 1, das ist ja hier, also, da habe ich jetzt 2a mal 1, also 2a plus b durch 2a plus b, ja genau, ist gleich 0, genau, dann machen wir mal hier so 2a plus b, wird mal genommen und dann habe ich hier 2a plus b gleich 0, zweite Gleichung. Gut, zwei Gleichungen, zwei Unbekannte. Platz schaffen, gut. Aber in dem System ein Bug, muss man jetzt merken. Also ich weiß erstens, a plus b gleich, das war hier, wo habe ich es denn? 2, genau. Und 2a plus b gleich 0, dann löse ich halt hier auf, b gleich 2 minus a, Klammer rundum und einsetzen, hier. Und dann habe ich hier 2a plus Klammer, 2 minus a Klammer ist 0, die Klammer immer. Und wenn ich es auflöse, 2a minus a, das ist a plus 2 gleich 0, a gleich minus 2. Ich habe gewonnen. B ist 2 minus minus 2, also b ist 4. Perfekt, und jetzt kenne ich die Funktion. Jetzt habe ich keine a's und b's mehr, ich darf die jetzt benutzen. F von x, schauen wir schön hin, f von x ist ln von minus 2x² plus 4x. Und jetzt geht's weiter. Ich hätte gerne die Definitionsmenge. Und ich weiß, beim ln, also bei ln x, mal andere Farbe, damit klar ist, das ist nur so eine Überlegung. Also ln von x, da gilt d gleich r plus. Nur die 0 ist verboten, alles Positive ist erlaubt, Negativ ist verboten. Das heißt, das hier alles muss größer 0 sein. Jetzt habe ich eine quadratische Ungleichung. Ich habe hier also minus 2x² plus 4x größer 0. Und dann sollte man sehen, das ist ja eigentlich eine Parabel. Eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Skizze mal. Also eine nach unten geöffnete Parabel schaut so aus. Wo ist die größer 0? Ja, die ist größer 0 zwischen den zwei, nächster, zwischen den zwei Nullstellen. Hier. Das heißt, ich brauche die Nullstellen dieser Parabel. Und wenn sie nach unten geöffnet ist, dann ist es halt innerhalb von den zwei Nullstellen. Und wenn es nach oben geöffnet ist, wäre es außerhalb von diesen zwei Nullstellen. Normalerweise Nullstelle heißt immer
Speichern. Immer Mitternachtsformel. Ja? Außer jetzt hier, da bin ich zu faul. Da kann man ausklammern. Das geht auch schneller. Also die Mitternachtsformel ist nicht verkehrt, aber hier mache ich jetzt. Also x mal Klammer auf minus 2x plus 4 gleich 0. Ich habe x ausgeklammert, um die Nullstellen zu finden. So, und dann habe ich x1 gleich 0. Und ja, weil ein Produkt ist 0, wenn einer Faktor 0 ist. Also das ist 0, wenn x gleich 0 ist. Und das da drin ist 0 für x gleich 2. x2 gleich 2. Das heißt, ich habe hier 0 und 2. Und dazwischen ist es erlaubt. Jetzt kenne ich die Definitionsmenge. Die gleich, also von 0 bis 2. Und beim ln ist die 0 nicht erlaubt und die 2 auch nicht erlaubt. Es muss echt größer 0 sein. Bei der Wurzel wäre es anders. Hätte ich, kleine Bemerkung, hätte ich so Wurzel aus minus 2x² plus 4x, dann wären 0 und 2 erlaubt, weil Wurzel 0 ist okay, aber ln 0 geht nicht. So, ich habe die Definitionsmenge. Als nächstes, was will ich noch wissen? Die Asymptoten. Gut. Also, schauen wir es mal hin. Das ist meine Funktion. F von x gleich ln von minus 2x² plus 4x. Bei den Asymptoten will man immer die Grenzen des Definitionsbereiches. Ja? Also Limes f von x und die Grenzen des Definitionsbereiches ist eben hier x gegen 0 und Limes f von x, x gegen 2 in diesem Fall. Also wenn ich irgendwie so eine E-Funktion habe, dann geht es meistens gegen Plus, Minus, Unendlich, weil meistens ist da alles erlaubt. Wenn ich eine normale ln-Funktion habe, dann geht es einmal gegen 0, einmal gegen Plus, Unendlich, weil das die Grenzen sind. Hier habe ich einen Sonderfall. Hier habe ich jetzt die Fälle, naja, wenn das hier gegen 0 läuft, dann läuft das ja hier gegen 0 und ln 0 ist minus unendlich und deswegen ist das hier minus unendlich. Das gleiche gilt hier auch, wenn das nicht 0 wird, sondern wenn das hier gegen 2 geht, also stopp, wenn x gegen 2 geht, dann wird das Ganze natürlich wieder 0 und ln 0 geht gegen minus unendlich. Ist gleich minus unendlich. Da gibt es ja den Trick, Taschenrechner bei 0 für x 0,01 oder sowas einsetzen, dann kommt was Kleines raus und dann weiß man, in welche Richtung man argumentieren muss. So, jetzt ist die Frage nach Hoch- und Tiefpunkt, aber jetzt können wir es eigentlich schon mal skizzieren. Also wie wird das Ding ausschauen? Ich habe hier eine Funktion, ich mache es sehr schnell, 0, 1, 2, ein bisschen größer ziehen. So, x, y und es läuft hier gegen minus unendlich, also in die Richtung. Und hier ist auch so eine Mauer, da läuft es auch gegen minus unendlich. Und hier draußen gibt es gar nicht. Und f von 1 ist ja ln 2, das ist irgendwie positiv. Also eigentlich wird es vermutlich so ausschauen. Ja? Und deswegen ist es ein Max. Damit es ein Min wäre, müsste es ja bei den Grenzwerten, ja, da müsste es ja rauflaufen, Minimum machen, runterlaufen, aber dann hätte ich ja weitere Nullstellen der Ableitung und die gibt es da nicht. Genau, das hier zurück. Jetzt geht das zurück. Ja. Das gibt es nicht. Ich könnte sauber eine Monotonie-Tabelle machen. Also das wäre für die Begründung, wäre das ganz sauber. So x gleich 1, x größer 1, x kleiner 1, so f'. Ein bisschen jetzt mal ein bisschen Platz machen. So. Und die f, ja, und die Ableitung bei 1 ist 0. Ja, und damit ist es hier waagrecht und die Ableitung bei x größer 1, bei 2 ist schon wieder zu Ende. Also ich muss hier f' von 0, von 1,5 zum Beispiel muss ich machen. Ja, so. Da so. F' von 1,5 und das wird negativ sein. Ja? Kleiner 0. Und hier f' von 0,5 und das wird positiv sein. Größer 0. Und dann haben wir steigend, fallend. Monotonie-Tabelle bewiesen, es ist ein Max. Das Ding hätte hier noch Nullstellen. Also die Nullstellen der Funktion sind was anderes wie die Nullstellen der Ableitung. Also an der Stelle habe ich die Nullstelle der Ableitung. Wie kriege ich die Nullstellen der Funktion? Das mache ich nur ganz schnell. Stopp, ein bisschen Platz. Was Neues. Das geht nämlich ganz gut. F' von x gleich
ln von minus 2x Quadrat plus 4x, ja, wenn das 0 ist, e hoch auf beide, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder weiß man ln von 1 gleich 0 und dann mache ich minus 2x Quadrat plus 4x gleich 1. Den 1 rüber mit Minus und dann Mitternachtsformel. Und dann kriege ich die Nullstellen. Oder ich mache ein bisschen dünner ein Zwischenschritt, ln von minus 2x² plus 4x gleich 0 und dann eben, ich zerlege den ln, indem ich e hoch auf beiden Seiten mache, e hoch ln fällt weg, ja, dann habe ich minus 2x² plus 4x, 0 hoch e ist 1 und dann steht das da, was hier auch da stand, ja, und dann minus 1 und dann Mitternachtsformel und dann bekomme ich die Nullstellen. Zum Schluss noch als Belohnung für uns, nach dieser ganzen Arbeit, wie schaut der Graph wirklich aus? Ich habe den nämlich hier schon mal zeichnen lassen. So schaut er aus. Ja, also da ist hier die... So, Moment. Ja, hier ist die Mauer und irgendwo in diesem Bereich sind die Nullstellen, die ich mit der Mitternachtsformel finden würde. Und hier ist das Maximum und das war die Funktion.